Wenn du im Delirium aufwachst, einfach so, direkt zum Lidl rennst und für 70 € Süßigkeiten kaufst und die innerhalb von 3 Tagen wegfrisst. Vielleicht hast du dann einen Candida albicans. Candida albicans oder auch der Hefepilz, der dein Leben bestimmt. Ja, moin Leute, herzlich willkommen im heutigen Video. Es geht, wie im Intro schon angesprochen, um den Hefepilz Candida albicans. Ja, und ich muss sagen, die 70 € bei Lidl habe ich gut investiert und die Süßigkeiten haben alle gut geschmeckt. Ja, Candida albicans, was ist denn Candida albicans? Das ist ein Hefepilz, den so 75% plus der Bevölkerung, zumindest bei uns hier in den Erste-Welt-Ländern haben. Und der sich ein jähes Gefecht mit den, ich sag mal, guten Darmbakterien im Darm liefert und dementsprechend von denen eingedämmt wird. Das wiederum heißt, normalerweise haben wir kein Problem mit Candida albicans, außer wir haben AIDS, Krebs oder Antibiotika konsumiert. Ja, der Antibiotikakonsum. Heutzutage wird man ja häufiger mal mit Antibiotika gefüttert, auch wenn es wirklich keine wirkliche Indikation dafür gibt, will ich jetzt mal nicht sagen, aber man muss schnell wieder arbeitsfähig sein. Und so war es auch bei mir, ein kleiner Schwank aus meiner Jugend. Damals, als ich noch beim Militär war, war es so, man musste relativ schnell wieder einsatzbereit sein. Und dementsprechend war es so, dass man relativ häufig mit Antibiotika vollgepumpt wurde, auch wenn es eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre, wenn man das halt auch mit einer Woche Ausfall kompensieren könnte. Woche Ausfall war nicht geplant, wie gesagt, Krisenreaktionskräfte, bla bla bla. Dann hat man halt Antibiotika gekriegt und war nach 2 Tagen wieder fit. Wenn man sich jetzt also seine ganzen Bakterien im Körper, denn dafür ist ein Antibiotikum da, zerballert, dann liegt es letztendlich auf der Hand, dass der Hefepilz irgendwann sagt: Oh geil, gar keine Gegenspieler mehr, ich verbreite mich mal und ich werde mal mehr. Wenn ich denn dann mehr werde als Hefepilz, dann habe ich auch mehr Hunger. Dementsprechend steuere ich irgendwann meinen Wirt, ihr seid der Wirt, dann fern und steuert den einfach mal zum Lidl mit 70 € in der Tasche und kauft Süßigkeiten, alles, was der Markt zu bieten hat. Weißmehlprodukte, Süßigkeiten, teilweise einige Leute auch Chips, so halt Junkfood. Ja. Junkfood ist, wir können uns jetzt schön reden und sagen, immer wenn wir Junkfood essen, dann spricht der Candida aus uns. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Ja, wenn man sich jetzt also immer fleißig Antibiotika reingefeuert hat, dann kann man soweit den Hefepilz aufblasen, bis es quasi zu einer Mykose kommt. Also das heißt, dass man wirklich eine Pilzerkrankung hat und der nicht nur so nebenher läuft und so ein bisschen so da ist und dementsprechend hat man halt auch wirkliche Beschwerden. Ja, Candida wird dementsprechend durch mehrmalige Antibiotikagabe, manchmal auch schon bei einmaliger Antibiotikagabe, je nachdem wie lange sie geht, forciert und dementsprechend kann euer Körper ja irgendwann nicht mehr gegen ansteuern. Ja, also das heißt, wenn ihr dann, bei mir war es so, letzten Endes irgendwann Milchprodukte gegessen habt, dann habt ihr einfach das Problem gehabt, dass ihr die nicht mehr vertragen habt. Ja, weil der Hefepilz sie natürlich abstößt, nicht haben will. Das sind seine Feinde und mittlerweile ist er so mächtig, dass er sie wieder ausscheidet. Dementsprechend kriegt ihr Durchfall. Letzten Endes denkt ihr, ihr seid pseudo-laktoseintolerant oder laktoseintolerant oder wie auch immer man das nennen möchte. Und dementsprechend lasst ihr es dann mit den Milchprodukten. Na klar, wer will denn, nachdem man Joghurt gegessen hat, direkt aufs Klo rennen? Ja, und dementsprechend lässt man das dann sein und der kann sich weiter fröhlich verbreiten. Das ging dann bei mir nachher so weit, dass ich auch irgendwelche Allergien gegen Gräser, Pollen, was auch immer aufgebaut habe. Also ich habe dann, wurde dann auf einmal auch Allergiker. Ja, und man weiß nicht, woher es kommt. Man denkt nur, ja geil, letztes Jahr warst du gegen noch nichts allergisch, dieses Jahr bist du gegen Gräser allergisch und nächstes Jahr bist du auf einmal noch gegen irgendwelche anderen Pollen allergisch. Ja. Ja, so oder so läuft das dann über die Jahre und man kriegt immer mehr Beschwerden. Irgendwann, man fühlt sich die ganze Zeit schlapp und müde, was eine weitere Nebenwirkung ist. Also man muss ja quasi einen zweiten Organismus im Organismus füttern und der braucht ja auch seine Energie und ja, letzten Endes ist es halt so, dass ein Hefepilz auch bei der Verwertung von Zuckern Alkohole freigibt und dementsprechend ist man nachher irgendwann voll. Also sowas soll auch schon mal passiert sein, dass Leute halt so leicht angeduselt sind, beziehungsweise keine Ahnung, 0,3, 0,4 Promille hatten aufgrund von einfach nur starkem Zuckerkonsum bei einem gleichzeitig vorhandenen Candida albicans, dementsprechend ja auch nicht mehr ganz so lustig dann, gerade wenn es in den Bereich Straßenverkehr geht. Ja, und das nächste ist ein Symptom, sage ich mal, sind solche Sachen wie Scheidenpilz oder ständiges Jucken am, ich nenne es mal Auspuff, ja, Afterjucken ist halt auch so eine Geschichte, weil oben geht er rein, in der Mitte wird er verarbeitet, unten kommt er raus, ne? Input, Output.
Und ja, das letzte Problem, was man dann halt hat, ist, dass der Pilz, wenn er denn bekämpft wird, dementsprechend fängt dieses Afterjucken, also zumindest was so, ja, so die meisten Leute angeht, immer dann an, wenn er bekämpft wird. Ja, dann versucht er nämlich, ja, in der Natur hat man nicht so die Waschmöglichkeiten gehabt. So ein Pilz ist ein Naturbursche. Dementsprechend kratzt man sich und dann findet man was zu essen und dann isst man's. Ist heutzutage, ich hoffe, bei den meisten kein Problem mehr. Ich hoffe, bei den meisten kein Problem mehr. Wahrscheinlich bei dem einen oder anderen immer noch ein Problem, aber wascht euch die Hände. Und dementsprechend ist es halt so, dass man sagen muss, okay, dieses Jucken ist halt einfach nur eine sehr nervige Nebenerscheinung, wenn man ihn denn dann bekämpfen will. Ja, aber es geht dann teilweise auch wirklich so weit, dass man Gelenkschmerzen bekommt, Migräne bekommt. Wie gesagt, ich habe mich wie ferngesteuert gefühlt, als ich meinen 70-Euro-Süßigkeiten-Einkauf getätigt habe und so weiter und so fort. Also da wird es dann irgendwann schon gar nicht mehr so lustig. So, ich habe dann nämlich auch irgendwann mal gegoogelt und habe gesagt, okay, Kandida, habe dann gesagt, ständig Heißhunger auf Süßes so. Und die ersten 10 bis 25 Treffer bei Google waren dann irgendwie Candida albicans. Habe ich mir gedacht, okay, was kann man dagegen machen? Erster Punkt war Ernährungsumstellung, Streichen von allen Süßigkeiten und von Weißmehlprodukten und sowas. Ja, Streichen von Zucker und Weißmehlprodukten. Sag das mal einem Typen, der gerade für 70 Euro Süßigkeiten gekauft hat. Das macht er nicht. Ich bin dann direkt an Punkt 2 gesprungen. Das war dann Nystatin. Nystatin ist ein Antimykotikum und dieses Antimykotikum tötet halt diesen Pilz. Und lustigerweise habe ich diese Nystatin-Geschichte anfangs aus der Apotheke bezogen für 50 Euro, dieses kleine Fläschchen. Und habe dann festgestellt, dass es quasi für 40 Euro bei Amazon gibt. Also, ja, Amazon ist da, glaube ich, dementsprechend der günstigere Partner. Und ja, man muss sagen, das alleine bringt jetzt nicht ganz so viel. Es gibt dazu noch so eine Mundlösung und so eine Aftersalbe, ja. Die Mundlösung kann man, glaube ich, soweit erstmal ignorieren, außer man hat tatsächlich so ein Sore, also das heißt so einen wirklichen Pilzbefall im Mund, dann ist das wieder eine andere Geschichte. Aber hatte ich nicht, hatte halt nur die Probleme mit dem Verdauungsapparat und dementsprechend haben bei mir die diese, ja, was sind das, Pastillen? Überzogenen Tabletten haben bei mir geholfen. Letzten Endes muss man sagen, sie haben geholfen, dann sind die Beschwerden natürlich irgendwann abgeklungen und dementsprechend hat man sich diese 50 Euro im Monat nicht mehr gegönnt. Ich glaube, bei mir war das nach 2 Monaten der Fall. Und dann wurde es halt, man hat sein Essverhalten nicht geändert und dann ist es halt irgendwann wiedergekommen. Dann habe ich es versucht, nur mit der Ernährung umzustellen, das heißt, den Pilz auszuhungern. Das Problem bei dem Aushungern von so einem Pilz ist, dass man, wenn der Pilz zu schnell ausgehungert wird, er das mitkriegt und sich dann durch die Darmwand frisst und dann eure inneren Organe befällt, auf der Suche nach Nahrung. Ja, das kann dann halt zu ganz, ganz bösen Zwangserscheinungen führen, also ganz bösen Nebenerscheinungen führen und dementsprechend sollte man das vielleicht nicht unbedingt machen, also den Pilz wirklich mit so einer Null-Diät wirklich kaputt machen zu wollen. Das funktioniert nicht. Also, da ist wahrscheinlich das Mittel der Wahl, was dann letzten Endes bei mir auch geholfen hat, die Ernährung auf der einen Seite gerade zu ziehen, plus Nystatin zu kuren und dementsprechend nicht nur 2 Monate, sondern 3, 6, teilweise 12 Monate. Und dann killt man halt diesen Pilz, man killt ihn langsam, aber sukzessive, man stellt die Ernährung um, dementsprechend hat er nicht mehr so diese Geschwindigkeit zu wachsen. Und nachdem man damit fertig ist, baut man seine Darmflora wieder auf. Das funktioniert dann halt mit diesen, was weiß ich, Acidophilus, Bacterius, hast du nicht gesehen? Ich habe immer Naturjoghurt gefressen, das hat auch sehr gut funktioniert. Ich wurde da auf Arbeit immer ein bisschen belächelt. Man hat es mal Körperzement genannt. Viele Ballaststoffe, diese Basismüsli-Geschichten gibt es, glaube ich, im Penny oder sowas. So ein Kilosack oder 2 Kilosack für einen schmalen Taler. Und dazu halt immer den normalen Naturjoghurt hier, na hier, fettarm und so. Und das zusammengerührt, bis es halt irgendwann wirklich so eine zementartige Pampe war. Macht satt, Ballaststoffe, vernünftige Nährwerte, alles cool. Sorgt dafür, dass im Darm Ruhe ist. Kann ich eben nur empfehlen. Ja, was immer noch angegeben wird bei der Aufbau von Darmflora oder bei dem Bekämpfen von solchen Sachen, sind Autovakzine. Das ist halt so ein, in meiner Welt wieder Hokuspokus. Also im Prinzip, ihr regt euer eigenes Immunsystem durch körpereigene Stoffe an. So, es ist halt wieder eine teure Geschichte, wo wieder nichts belegt ist. Letzten Endes, es funktioniert auch so, kann man sich solche Scheiße sparen. Ein Punkt, der noch auf der Liste ist, man sollte, wir haben es ja schon gesagt, Input, Put, Output, ja, sowohl untenrum sauber sein, als auch in der Mitte sauber sein und obenrum sauber sein, die Zahnbürste so alle, ja, man sagt so 4 Wochen wechseln.
Einfach aufgrund dessen, dass da halt immer noch Keime drin sind und man dann halt wieder belastet, bla bla bla. Man muss dazu sagen, wenn man diesen Hefepilz bekämpft, ja, und da geht es jetzt wieder gerade in die Richtung von unterstützenden Athleten, die unter Umständen UGL-Ware beziehen, also Untergrundlaboratorium-Ware, dass dieser Pilz Candida Schwermetalle bindet. Das heißt, viel Candida plus UGLs, viel Schwermetallbelastung im Körper, die nicht zur Belastung wird, solange der Pilz da ist. Die Schwermetallbelastung kommt daher, dass beispielsweise so ein Rotex Medica oder Bayer oder Schering oder wer auch immer, also die großen Unternehmen, die stellen diese Testosteronlösung her. Oder also in unserem Fall reden wir jetzt mal von Testosteronlösung, weil Trenn und Decker stellen sie halt nicht her. In Glasbehältern, ja, so, das haben irgendwelche Untergrundlaboratorien nicht oder die meisten nicht oder keine Ahnung, auf jeden Fall einige nicht und dementsprechend kochen sie die Scheiße in Töpfen auf. Dadurch löst du natürlich auch wieder Metalle und Schwermetalle und den ganzen Dreck und sowas, dann sind die Öle teilweise noch vorbelastet, weil die halt von irgendwo kommen und dann hast du halt das Problem, dass du deinem Körper halt exogen immer fleißig Schwermetalle zuführst und diese Schwermetalle letzten Endes dafür sorgen, dass ihr eine Schwermetallvergiftung kriegen könnt. Wenn ihr jetzt das so sukzessive macht, dann passiert ja erstmal nichts. Aber wenn ihr jetzt ein Albica habt, also ein Candida albicans, also ein Hefepilz, dann ist es halt so, dass der so sagt, oh, ein Schwermetall und fängt das ein und hält das erstmal. Und da kommt noch eins und noch eins. So, normalerweise würdet ihr das möglicherweise wieder ausscheiden oder auf jeden Fall nicht in diesem Maße anlagern und schon gar nicht in diesem Maße freigeben. Wenn ihr jetzt den Candida killt, so, dann gibt er die ganzen Schwermetalle auf Schlag frei. Das heißt, ihr könnt euch dann eine Schwermetallvergiftung einfangen. Dann geht es um so Sachen wie Schwermetallklärung. Ja, das geht so über Sachen wie Silizium. Ich verlinke unten mal Zeolith oder Bentonit. Das sind im Prinzip Siliziumverbindungen, die Schwermetalle fangen und die aus dem Körper ausleiten. Ja, also für die Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt ständig Süßhunger, Durchfall, keine Ahnung, Probleme mit dem Darm. Ich versuche mal diese Candida-Geschichte und ich beziehe gleichzeitig irgendwelche Untergrundlaboratorienware. Nehmt dieses Bentonit mit. Ja, Schwermetallvergiftung ist nicht lustig. Ja, soweit zu der lustigen Hefepilzgeschichte. Wer oder was ist in deinem Darm so am Start? Ja, nicht so lustig, auch immer so ein Thema, worüber man nicht so gerne spricht. Aber einige Leute meinten ja, ich sollte mal tiefer in Anatomie-Themen eintauchen. Und ich glaube, tiefer als Albica kann man eigentlich gar nicht eintauchen, weil da geht es richtig tief in alle Öffnungen. Und naja, wir schweifen wieder ab. Aber in diesem Sinne, falls ihr auch irgendwelche Erfahrungen damit gemacht habt oder was auch immer oder diese Probleme habt, dann haut's gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich verlinke euch nochmal die Nystatin und das Bentonit unten drunter. Falls ihr das klären wollt, versuche es es wert. Bei mir hat es wirklich viel gebracht, wobei ich aber so jemand bin, der dann halt, nachdem die Ernährung wieder so toll läuft und alles wieder gut ist, so dann sackt das halt wieder so ein bisschen so immer ab in dieses Fitness-YouTuber-Junkfooden. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass ich es halt demnächst mal wieder machen muss. Ja, bleibt halt nicht aus. Aber wenn man den Ernährungsstil durchzieht und wirklicher Fitness-Athlet ist, dann sollte man da keine Probleme haben, wenn man den einmal gerade gezogen hat. Und jedes Mal, wenn ihr eine Antibiotika-Geschichte macht, danach die Darmflora wieder aufbauen. Ja, ich glaube, das war es soweit von dem Hefepilz. In diesem Sinne. Bleib geschmeidig.